Hallo und herzlich willkommen zum Landwehrprojekt zusammen mit Freddy und Rock. Uah. Hallo. Ja, der Agrostar hat ein wenig Mühe mit der Federstätte, aber er soll die auch nicht bearbeiten, sondern nur zum Hof ziehen. Das ist denen ja eigentlich zuzutrauen, oder? Hast du gut gemacht. Was macht ihr denn da für ein Quatsch? Habt ihr Feld 12 schon fertig? Würde ich Freddy hier nicht rumhampeln? Nein, aber ansonsten nee, du bist nicht rückwärts gefahren, habe ich dich geschoben. Ey, Freddy, weißt du, was ich dir mal sagen sollte? Nee. Du bist voll kindisch. Ach. Okay, warte, ich guck die neueste Folge an. Mal gucken, wo das drin ist. Nee, das war, glaube ich, nicht unter der neuesten. Das war unter der alten. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Bin noch erst 15. Ja, wie war das? Männer werden eh nicht erwachsen, die haben nur mit der Zeit eine andere Flasche. Ja, genau. Dum, dum, dö. Raus damit, genau. Und dann hier zwei Pferderstädt schon mal untergestellt. Können ich will nichts urteilen, richtig... aber ich möchte wetten, das ist selber einer, der ist nicht älter als 12. Du bist voll Rock. Fühlst du dich jetzt irgendwie persönlich gerade angegriffen? Ich mich? Nö. Eigentlich war das mehr so ein Spaß, also der Kommentar, den gab's wirklich, aber... Echt nicht als Spaß, das finde ich echt scheiße. Fühlst du dich in deiner Ehre herabgesetzt? Ja. Alles klar, er fühlt sich in seiner Ehre herabgesetzt. Warum jetzt ist es so ich warm? Mehr Lohn haben. Rock, du wolltest heute noch ein bisschen länger machen, ne? Können wir durchaus machen. Können wir nachher noch ein bisschen Dinge tun? Dinge tun, ja. Ich habe schon eine witzige Idee, was wir machen können. Daran. Also es ist was, bei dem mein Ventilator laufen kann. So viel darf ich spoilern. Sprich, wir werden nicht aufnehmen. Oh. Mhm. Aha, David, ja, was machst aha. du? Soll ich kommen? Ja, cool. Kein Ding für den King? Wow, oh, er hat sich King genannt. Boah, schade, dass Nico nicht dabei ist, dann könnte der schon mal grubbern. Ja, ne? Und jetzt Heilige müssen wir Sau noch... hat sich einfach davor gedrückt vor der Arbeit. Ja, vor allen Dingen vor der geilen Arbeit, vor den ganzen Häckseln. Häckseln hat immer noch so eine magische Wirkung auf die Zuschauer. Boah, geil, Häckseln, endlich wieder Häckseln. Hey, Häckseln. Ist immer witzig in den Kommentaren. Ja, diese... da war noch was anderes witzig. Welchen Kommentar meinst du? Egal. Hast du das Video heute, also den Screenshot aus dem Video gesehen, das ich heute in die Gruppe geschrieben habe? Ja. Das war auch ein witziger. Ja, und darauf... will ich hinaus. Ach so, okay. Jetzt muss ich nachdenken, welches Bild war das? Das von den jungen Herren. Ja, das Problem ist, mein Gedächtnis reicht nicht von 12 bis Mittag. Ja, genau. Von der Tapete bis zur Wand. Ja, guck mal, das ist Kleister dazwischen. 12 und Mittag ist ist egal. Ja, 12 Uhr nachts, 12 Uhr PM. Warum muss es in meinem Zimmer so heiß sein? Ich sterbe. Kann man eigentlich auch Null schalten? Wie Null schalten? In Leerlauf? Ja, mit Ö. Wir haben immer noch nicht geklärt, wer tot ist, ne? Ne, Ö, es wechselt nur auf. Doch, eigentlich habe ich das doch ganz klar gesagt. Aber der ein oder andere hat das, glaube ich, nicht verstanden. Ja, eben. Rest in Peace, Soilmod. Hä, was ist denn der Soilmod? Ach, na eben, jetzt sehe ich es gerade. Was ist Soilmod? Fand ich irgendwie witzig. Das hat sehr gut zu dieser Situation gepasst, dass ich mich nicht so ganz entscheiden konnte, ob das jetzt schlecht, also ob die Leute sich jetzt darüber ärgern werden oder nicht.
Dieser Kommentar hat mich quasi in meinem Glauben bestärkt. Welches Bild? Oder bin ich in keiner Gruppe? Das ist in Nikos Hof. Nikos Hof? Bist du sicher? Boah, jetzt hast du voll die IP von dem TS verraten, Mann. Wie? Von dem TS, die IP. Mann. Und Spaß. Von dir kam nur... lösche meinen YouTube-Kanal. Ja, genau, das meinen wir auch. So. Mit dem jungen Herrn. Ja. Naja. Der hat übrigens im Video nichts gesagt, nur traurig in die Kamera geguckt. Ach, das Video gibt's wirklich? Ja, ja. Habe ich heute Mittag, wurde mir das von YouTube empfohlen. Also für die Zuschauer mal, mir wurde ein Video empfohlen von einem YouTuber mit 10 Abonnenten oder so, der hat ein Video gemacht, in dem er traurig in die Kamera guckt. Und dazu gibt es dann halt eine recht miserabel, rechtschreiblich gestaltete Überschrift. Von wegen, ich lösche meinen Kanal wegen zu viel Dislikes und deabonnieren für jedes Video oder irgendwie so, ne? Genau. Ja, dass du nicht dazu gesagt hast, wie dieses Video heißt, sonst hätte ich es mal nachgeschaut. Ich kann es dir gleich sagen. Ich weiß noch, wie der Kanal heißt. Okay. Ich glaube, das Video heißt irgendwie mein letztes Video oder so. Das ist auch mega unpopulär. Das hatte irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Aufrufe oder so. Wundert mich irgendwie, dass mir das von YouTube empfohlen wurde. Keine Ahnung, vielleicht will mir YouTube einfach damit mitteilen, hör auf. Das ist einfach. Mach es genauso wie der Junge und hör auf. Nur guckst also du vielleicht etwas Filter. Trauriger in die Kamera und machst keine Rechtschreibfehler bei deiner Verabschiedung. Also, zumindest nicht ganz so arge. Jetzt haben wir den Jungen aber ziemlich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Allerdings, vielleicht fängt er jetzt wieder an. Ja, jetzt geht der Kanal richtig ab, weil wir auch gesagt haben, wie der Kanal heißt. Mhm. Mein letztes Video. Ich glaube, mein anderes Video hatte der auch nicht mal online, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, da bin ich besser, ne? Bei mir gab es noch kein letztes Video. Du, bei dir gab es auch noch kein erstes, ne? Ja, wer nicht anfängt, der kann auch nichts beenden, ne? Genau. Das denke ich mir im Rauchen. Ja. Hättest du mal nicht angefangen. Nee. Da denke ich mir immer, fängst du nicht an, musst du nicht aufhören. Ja, das Aufhören macht Arbeit. Würden ne? Sie jetzt mal die Kurve ein bisschen enger nehmen? Geht ja nicht. Du hast da ein Monster gerät, aber... Und keine Kurve rum, der Kerl. Ja, auch ein Monster-Wendekreis. Mhm. Es geht eigentlich. Die Hexer sind flott dabei. Nee, die sind gut dabei, ja. Gegen alles andere würde gewonnen. Drück. Boah. Das ist einfach so krass, wie alt doch schon alles geworden ist. 6 Jahre ist jetzt der LS11 alt. Seit 6 Jahren gibt es Multiplayer. 15, ne? Was? Ja. Was? Ich bin schon 15, sag ich. Auch schon uralt. Alter, damals war es 9. Wann? Ja, als der LS11 rauskam. Ich glaube, da hast du ja, wahrscheinlich eher nicht. Weniger LS gezockt, ne? Obwohl. Ja. Was zum Beispiel auch noch cool wäre, wenn. Wenn ich durfte, dann nur eine Stunde am Tag. Ja, irgendwie sowas, ne? Das war damals immer so Standard. Du für ein Opfer durfst nur eine Stunde am Tag mit 9 Jahren. Alter, ja. Ich hab schon 5 Stunden Battlefield gezockt. Ja, wie war das? Nee, was ich auch noch cool und finde, ich hab 100 Nike Air. Was auch noch lustig ist, aber was wir easy werden, ob es kommt oder nicht kommt. Wahrscheinlich Fake Easies. Nicht ist, wenn du einschlägst, dass nicht der Traktor auf dem fixen Punkt bleibt, sondern die Reifen an dem Punkt, an dem sie stehen bleiben und der Traktor sich bewegt. Hä? Was meinst du jetzt? Wenn du einschlägst, auch beim Auto, bewegt sich die Karosserie des Autos und nicht die Reifen und das Auto bleibt an seinem fixen Punkt. Das stimmt, ja. Und? Das wäre auch so eine geile Sache. Achso, wenn das hier so wäre. Ja. Also ein etwas dynamischeres Fahrverhalten im Endeffekt. Ja. Wollt mir einer?
Ja. Also ich komme später hoch, wenn ich wieder entladen bin. Oh, 5,5 Tonnen. Na gut, wir machen wieder 5. Hier sind auch schon wieder über 200.000 drin. Jungs, gibt's jemanden, der mehr als 55 Tonnen wiegt? Das ist aber jetzt nicht so die diskrete Frage, ne? Gut, dann verschiebt man nicht nur das Komma, hängt auch noch eine Null dran. Gut. Aus 5,5 machen wir 55 und daraus anschließend 550 Tonnen. Da kriegen wir auch ein Schiff drüber. Ach, nur ein kleines, leichtes. Na, was sind schon 550 Kilo, ne? Oh, Feld 4 ist auch so schön. Ein Maisfeld, das könnten wir auch häckseln. Für jemand anderes vielleicht? Zu welchem Feld fährst du denn jetzt? 3. 3? Ach, das kleine Kurvige. Mhm. Ah, alles klar, er fährt zum Feld Nummer 3. Er fährt gerade jemand. Ach nee, die Straße geht woanders lang. Oh oh, oh oh, oh oh. Alter. Da steht jemand am Hang. Geht zumindest auf der Also Karte mit dem leeren Anhänger kommst du hier nur mit 10 km/h hoch. Ja, mit gut, vollen wird es, glaube ich, fast nicht mehr gehen. Ja, es ist schon hart an der Grenze. Müsste unten rumfahren. Ist ja auch ein Weg. Ja. Und dann mit Schwung hier hoch, sagst du? Mhm. Gerade die Ecke bei Feld 1 da hoch, die Kante ist richtig heftig. Ah! Boah, ich habe hier richtig schön Schwung geholt und du stehst mir da im Weg rum. Und jetzt werde ich voll ausgebremst. Ich habe auch nicht viel PS mehr als du. Genau genommen hast du weniger. Ja. Aber obwohl vielleicht, naja, PS pro Gewicht wahrscheinlich auch nicht, verliere ich wahrscheinlich auch. Ich glaube sogar, dass deiner vielleicht ein bisschen schwerer ist. Naja. Ist ja damals eigentlich die größere Serie geworden und damals waren halt ja noch eher so Eisenschweine, ne? Okay, Eisenschwein, dafür ist deiner jetzt auch nicht alt genug, aber ist glaube ich schon eher ein bisschen was schwerer. Ich denke auch, wie ihr denkt. Guck mal, den war ein bisschen untertunig fahren. Sagst du mal ein bisschen Sprit sparen zwischendurch? Naja, 16 Liter sind jetzt nicht Sprit sparend. Naja, sind besser als 20 Liter, ne? Ja, ich weiß gar nicht, verbraucht er so mehr? Ja, so verbraucht er mehr. So verbraucht er 18. Ja, nö, 3, 2, 1, anhalten. Links oder rechts? So rum. Also rechts. Du bist aber heute kreativ. Eine schöne Idee. Erstmal ein Lied umschalten. Das Lied mochte ich nicht. Ich höre gar kein Lied. Ich höre nur Traktor-Sound. Nö, ich habe ja immer meine Playlist an, die ich glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal geändert habe. Vor 2 Jahren. So, ich habe mal das Hinterachs-Sperrdifferential eingelegt.
Boah, wie das Teil abgeht, ey. Deutz D80, geilste Maschine. Das ist der richtig dicke Swagger. Deswegen würde ich den Hürlimann verkaufen. Wieso? Ja, weil Deutz muss bleiben. Zumindest die alten. Stimmt, dann hätten wir so eine kleine. Dann könnten wir so tun, als wären wir früher ein Deutzhof gewesen. Hey, mach mal einmal einen Kubikmeter rein hier. Für Chefe. Komm ran auf Meter. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann nämlich auch für heute. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.